Rise and shine, Mr. Freeman. Rise and shine. Not that I wish to imply you have been sleeping on the job. No one is more deserving of a rest, and all the effort in the world would have gone to waste until... Well, let's just say your hour has come again. The right man in the wrong place can make all the difference in the world. So wake up, Mr. Freeman. Wake up and smell the ashes. Hallo und Hallöchen, meine lieben Freunde. Damit darf ich euch herzlich zu unserem neuen Together begrüßen, das da heißt... Ja, wir haben es wirklich geschafft, dieses Spiel zu Together, und auch wenn es eigentlich ein Game war, das niemals für einen Together-Modus gedacht war. Aber es gibt eine tolle Mod auf Steam, die sich... Wie nennt, Medi? Ich werde auch nochmal alle Links in die Beschreibung packen, damit ihr es vielleicht auch mal so genießen könnt. Wir haben Gott sei Dank einen Lernserver gefunden, wo nur zwei Leute drauf können. Daher funktioniert das alles super. Ich spiele das Spiel ja komplett blind und Medi hat es schon mehrere Male durchgespielt. Einmal eigentlich, oder? Ja, meine ich hier. Und ich hab einen Koffer. Warum hast du einen... Ich hab ne Kiste. Kiste! Jetzt habe ich erstmal einen Bug gefunden. So noch einen! Den will ich euch zeigen. Nein, den haben wir ja schon mal... Den habe ich dir schon mal gezeigt, aber den Zuschauer noch nicht. So provided by our benefactors. I've been proud to call den muss ich erstmal... Oh, Moment. Fuck the police, fuck the police! Da fliegt mal irgendwas weg. Nochmal? Okay, weiter? Fuck the police, ich kann den... Hui! Wie ging der nochmal? Du musst springen, wenn er dich hängt. Verdammt. Egal, lass uns einfach weiter. Ja, hui, ich will nochmal. Hui! Okay, geh mal. Da durch! Nehmen wir eine Dose mit. Dose, 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 Dose. Pass auf diesen Typ da auf. Schau, der hat dieser Heide. Der hat das da auf den Boden geschmissen. Du Heide! Ich werde dich mit einer Flasche bewerfen. Heide! Scheißegal. Wir werfen den mit Glasflaschen und der. Übrigens, ich wollte eigentlich dieses Game zuerst mit Gamepad spielen, habe aber gemerkt, dass dass mit Gamepad die Steuerung viel schwammiger ist. Daher gibt's mit Tastatur und Maus. Und Medi, denn du hast... Medi spielt auch nicht mit Gamepad und wolle eins besitzen, ne? Wir haben uns eigentlich nur wegen dem Game Castle Crash das mal ein Gamepad geholt. Eigentlich voll dumm. Ich darf ja mein Gepäck mitnehmen. Nein, ich hab auch, ich hab's auch. Also, ich benutze ja auch von meinem Origins. Ich nehme da mal mein Gepäck mit, ne? Dankeschön. Kannst du die Tür aufmachen? Ich kann mit dem Gepäck meine Tür nicht aufmachen. Medi, bitte. Ich möchte hier mein Gepäck mitnehmen. Da kommt jemand, macht die auf. Ja, ich darf mein Gepäck schon mitnehmen. Oder da sind meine Drogen drin, die brauche ich unbedingt. Er ist gerade durch mein... Ey, mein Kopf! Die Bugs ist... Oh, der schubst mich. Mein Gepäck, ich danke Ihnen, Sir, dass Sie es mir doch überlassen haben. Wahrscheinlich da drüben drin. Jetzt wollte ich da reingucken. Mein Koffer. Das Wichtigste. Ja, ich will nur mein... Ich hab ein bisschen Blut gespuckt, das macht nichts. Ja, kann mal passieren. Ja, ich hab Blut gekotzt, gepisst. Und dann morgen. Jetzt ruhig, es gibt nämlich gleich Story. Das Game kann leider aufgrund des Sandwich-Servers nur auf Englisch gespielt werden, also, aber ich denke, mit ein bisschen Englisch kann das, müsste man das hinkriegen. Und hör auf... Sorry for the scare. I had to put on a show for the cameras. I've been working undercover with civil protection. I can't take too long or they'll get suspicious. I'm way behind on my beating quota. Geh schon bitte darunter, dass ich das Gesprächsscheid zeigen kann. Medi. Sorry, Doc, but look who's here. Great Scott! Gordon Freeman! I expected more warning. Yeah, you and me both, Doc. He was about to board the express to Nova Prospect. Ein Gefängnis? Barney, what do you intend? Ich hänge hier irgendwie fest, ich kann hier nicht mehr raus. She would have a better idea how to get in here. Oh,
wie du guckst, ich war's nicht. Jetzt, pst. I gotta go, Doc. We're taking enough chances as it is. Very well. And, Gordon? Yes? Okay, Gordon. You're gonna have to make your own way to Dr. Kleiner's lab. Oh, man, that's what I was afraid of. Aber mein Tagebuch darf ich mitnehmen, oder? Ja klar, wir dürfen unsere Tagebücher immer mitnehmen. Ich find's geil, dass... Hui! Da du nur. Verdammt, nochmal hier. Jetzt du. Will aber nicht. Doch. Nein, meine Kiste. Magst du Bier? Ja, freilich. Kriegst aber nicht. Kartenänderung, hui. Hier mache ich jetzt keinen Cut rein, weil ich bin da dann zu faul, richtig zu schneiden. Daher lest einfach das. Epische Serverinformationen werden abgerufen. Ladedaten vom Server. Bitte warten Sie. Please hold the line. Please hold. Oh, wir sind fertig. Ich. Wann kriege ich denn meine erste Waffe? Ich habe gedacht, das wäre ein toller Ego-Shooter. Ja, ey, warte doch auf mich. Moment, darf ich das machen? Ich will das machen. Nein, ey. Ich hab das nicht aufgehalten. Aber ich bin natürlich umweltbewusst und werde die Dosen. Wo ist jetzt die Dose? Da ist die Dose, du darfst sie nicht wegwerfen. Gib die Dose her. Jetzt kommst du nicht an dem vorbei. Warte, ich helfe dir. Du bist ein Noob. Warte, warte mal. Komm, schlag mich, komm. Hui! Hat die funktioniert nochmal? Okay, nochmal. Tschüss. Warte mal, mach das mal bei dir, ich will sehen, wie das ausschaut. Hui. Jetzt mach du mal. Okay, weiter. Was, ich will aber die Telefonnummer. Ich will nach Berlin fahren, nach Berlin. Ein Ticket nach Berlin. Oder nach Köln. Mein Köln-Ticket. Meins. Ich will nach Köln fahren. Eine Soda, bitte. Aber die Diät-Soda. Was? Ich bin zu fett. Kommst du mal? Meine Kiste. Ach, wir müssen ja dahin. Licht! Ich bin Gamer! Ich darf nicht ins Licht! Ich hab Angst, Baby. Geh du vor, ich weiß nicht, was das da draußen ist. Ich glaube, es nennt sich Realife. Ist es gefährlich? Ich pass mal lieber auf. Was ist das? Das sieht aus wie ein Baum, habe ich mir sagen lassen, soll es sein. Willst du noch ein bisschen die Gegend erkunden? Ja, was ich auch schon mal zeigen will, was eigentlich im normalen Half-Life nicht ist, ist, dass hier am Bahnhof sogar Silent Hill Half-Life 2 steht. Finde ich extrem nice gemacht. Und ja, sieht schon cool aus. Und die Gegend möchte ich noch ein bisschen zeigen. Kann ich eigentlich nicht irgendwie rennen hier auch? Ja, das geht, wenn du... Das geht später. Okay, ich will dich nicht spoilern. Ja, klar. Okay, hier noch ein paar Ecken. Hier wohne ich übrigens. Hier mein 8-Zimmer-Haus. Hier wunderschön mit Bad und Dusche und allem. Das ist mein Zuhause. Was ist überhaupt so ein großes Teil da? Und warte mal, wo ist Medis Zuhause? Ich suche kurz Medis Zuhause. Der wohnt hier nämlich auch irgendwo. Lass mal kurz suchen. Ich wohne hier im Park. Ich bin nein. Ja, eigentlich wollte ich jetzt noch einen viel geileren Witz machen. Und zwar wollte ich Mülleimer suchen und sagen, ja, da wohnt Medi. Aber ich habe bei mir gibt's keine Mülleimer. Das ist mein Zuhause. Das ist mein Nachbar. Hallo Nachbar. It must be fought and so, weiter geht's. Ich bin jetzt auf meinen Nachbar drauf. Ich will jetzt auf meinen Nachbar schwingen. Hui, hallo Nachbar. Komm, gehen wir weiter. Der Nachbar scheint dich nicht so zu mögen. Kunden sieht man noch am Boden, sind leider ein paar Bugs. Das ist bei dem Server nicht normal. Wenn wir den Server selbst, wenn wir den Server zum Beispiel, wenn wir den Server selbst aufgesetzt haben, wäre zum Beispiel alles lila. Das ist der Bug, wenn du den Server selbst machst, deswegen haben wir den Server selbst also, nicht ich gemacht. Hab nie Bugs. Da fällt mir gerade ein, ich muss noch kurz was in TS machen. Das ist genug, ich hab nie Bugs. Hui. Warte mal. Daher, ich weiß jetzt nicht, ob die Aufnahme. Ja, wieder da, ich habe gerade nur kurz was in TS umgestellt, dass man Medi besser hört. Hallo. Ich will da nicht runterspringen, ich hab Angst. Ja, ich hab die Kiste wieder, wenn du stirbst. Okay.
Aua. Wie du gerade in der Luft gestanden warst. Wie du gerade in der Luft gestanden warst? Ja, du. Hallo! Hallo! Hallo, mein Freund! Aua! Immer nur... Boom. Hallo, tschüssi! Ja, ja, das war Freundschaft. Das sind übrigens meine zwei Brüder, Horst und Schlemmer. Hallo. Hey, schau mal, ich bin mit Backstein. Sollen wir wippen, Medi? Nein. Doch, wir spielen jetzt zusammen. Du hast Freunde. Okay, wipp. Aber ich werf dir erst einen Backstein an den Kopf. Nein, aua. Nein, aua. Wippe. Nein. Okay. Wo gehen wir halt drauf? Übrigens meine Lieblingsstelle. Ja, lass uns das spielen. Nein, hier. Schau mal. Karussell fahren. Hui. Ich finde das schon ein geiles Feature, aber irgendwie ein bisschen sinnfrei. Die Hälfte in Half-Life 2 ist sinnfrei. Jetzt musst du anschubsen, jetzt stehe ich nämlich drauf. Schubs an! Schubs mich an! Hoi! Oh, jetzt bin ich runtergefallen und habe mir ein Bein gebrochen. Let's go! Let's go! Gott, die Tür ist böse. Guck, ich hab gewusst, die Tür ist böse. Wenn wir die Tür betreten, ändert der Server den Level. Deswegen ist die Tür böse. Das ist eine logische Schlussfolgerung, Herr Bach. Ich würde sagen, die erste Folge mache ich so 20 oder... Ne, die erste Folge wird eine halbe Stunde lang. Let's go inside. Nein. Oh, mein Schuh. Mein Schuh. Ich würde mir nur einen Schuh leisten. Nein, komm her. Die Kiste ist bestimmt später nützlich. Komm mit. Meine Lieblingsstelle, meine zweite Lieblingsstelle. Alles zum Fenster raus. Hallo, hier eine Kiste. Na und? Wo bist du? Hier, ich bin in der Küche. Ihr darf nicht Fernseher gucken. Ihr dürft das nicht! Und ey, diese Stühle dürft ihr auch nicht besitzen. Nein, ich find's auch witzig. Habe ich dir erlaubt, diesen Stuhl zu besitzen? Habe ich das erlaubt? Sie sind voll verzweifelt. Ja, ich weiß, aber jetzt habe ich gebracht. Lol, hast du gesehen? Ich kann den Stuhl durch das Fenster backen. Wird's nicht mehr. Die Lampe ist viel zu schön für euch. Die passt nicht zu euch. Raus mit dir, du Heidenlampe! Mehr geht, glaube ich, nicht mehr. Doch, gehen wir weiter. Der Tisch nein, nehmen. Das geht nicht. Habe ich schon probiert. Letztes Mal. Hier haben wir letztes Mal aufhören müssen, da der Server einfach abgekackt ist. Warum auch immer. Aber jetzt können wir endlich weiterspielen. Also ab hier bin ich auch wieder komplett blind. Und weiß nicht, was abgeht. Du warst schon immer blind. Darf ich hier runter? Darf ich hier runter? No! Komm mit! Ey, die Heiden kommen, die töten uns. Komm jetzt her. Ja, ich komme. Die Heiden kommen. Ramona. Ich will aber den Tisch mitnehmen. Verdammt, da sind sie. Au. Aua. Den Pferde. Nein. Aua, ich sehe nichts mehr. Oh. Lol, wie du tot bist. Du stirbst beim allerersten Gegner, der dich töten kann. Ja, ich bin ein Pro. Jetzt sieht man halt nur noch dich. So, Server ändert ja. Bin das Treppenhaus auf in den Dachboden, mehr nicht. Ja, man hat dich ja gesehen, als ich tot war, hat man deine Sicht gesehen, ja, automatische Umstellung vom Server. Jetzt bin ich tot. You are playing Sanity, nee. Nein, du lebst jetzt wieder mal. Haha, du Opfer, bist hinter der Wand. Ich muss bestimmt weiter. Du musst wieder hoch. Und jetzt, wo gibt's Waffen? Noch gar nicht. Ich will einen Stuhl mitnehmen. Als Souvenir. Ich nehme den Stuhl mit, wenn ich durstig werde. Ich nehme den Stuhl mit, wenn ich ihn sitzen will. Oh, übrigens, den Farbeimer, damit kann man Leute und Wände färben. Den Farbeimer? Mit dem Farbeimer. Den Farbeimer? Ja. Den Farbeimer kann man Leute färben. Scheiße, die kommen!
Aua! Wieder tot. Ich bin gerade runtergefallen. Werde ich irgendwann wiederbelebt oder? Ja, wenn ich da runtergehe. Scheiße, die Heiden kommen. Schnell renn, Medi! Fuck, lass mich nur! Ich bin nicht da! Wieder. Ich sehe nichts. Ist alles schwarz bei dir? Ja, muss normal. No, you don't. Ah, geil. Oh, Dr. Freeman, I presume. We better hurry. The Combine can be slow to wake, but once they're up, you don't want to get in their way. Also, die Viecher heißen Combine. Es gibt verschiedene starke Combine. Das sind die normal Civil Security. Die Noobs. Und ich tue den jetzt Teebeutel. Moment. Oh, so ist das geil. Können wir weitergehen? Ah, Teebeutel. Ich gehe ohne dich. Komm, Schätzelein. Ey, Mann. Das hat mich reingeportet. I'm Alex Vance. My father worked with you back in Black Mesa. Jetzt sei ruhig. I'm sure you don't remember me, though. Okay. Man, a few words, aren't you? Warum guckt die dich immer so süß an? Die soll auf mich stehen, nicht auf dich. Ich bin schwarz. Ich bin auch, oder bin, ich weiß gar nicht, wie ich aussehe. Nein, du bist Black Mesa? Your old administrator. Don't get my dad started on Dr. Breen. Darf ich da reinbeißen? Alter, Medi. Jetzt sei mal ein bisschen ernst, habe ich gesagt. Bitte. Wie ich alleine im Hintergrund springe. Spring! 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 Meine Cousine ist nämlich wieder zu Gast, sag mal hallo! Hallo! Lauter! Hallo! Ja, hat man gehört. Ja, und sie zockt ein bisschen Mario auf Wii U, wo ich nachher noch ein bisschen mit dem mitzocke, aber jetzt erstmal aufnehmen mit meinem Medi. Medi-Line. Was kommt der langweilige Story-Part? We've been helping people escape the city. Ich will auch da drüber hüpfen. Oh Mann. It's a dangerous route to sei ruhig bitte lab, beim Story-Part. Today we're finally on the verge of having a better way. Oh, jetzt kommt Styler. Here, let me buy you a drink. Oh, and by the way, nice to finally meet you. Yes. Come here, come here, come here. Oh my. Den kann man auch kaputt machen. Lass den mal rein. Oh, hello, Alex. Well, almost all right. Lamar has gotten out of her crate again. If I didn't know better, I'd suspect Barney of trapping and... My goodness, Gordon Freeman. It really is you, isn't it? Wandering around outside. Bit of a troublemaker, isn't he? We owe a great deal to Dr. Freeman, even if trouble does tend to follow in his wake. I must say, Gordon, you come at a very opportune time. Alex has just installed the final piece for our resurrected teleport. I can't take any credit for the breakthrough, Doctor. Nonsense. Your talents surpass your loveliness. Let's just see if this thing works, okay? Well, is it here? There you are. Man, Gordon, you stirred up the hive. Take it easy, Gordon. We can't keep him here long, Doc. It'll jeopardize everything we've worked for. Don't worry. He's coming with me. That's right, Barney. This is a red letter day. We'll inaugurate the new teleport with a double transmission. You mean it's working? For real this time? Because I still have nightmares about that cat. No, no. There's nothing to be nervous about. We've made major strides since then. Major strides. What cat? Doc, since he's not taking the streets, you might as well get him out of his civvies. What? Oh dear, you're right. I almost forgot. Barney, I'll give you the honor. I've got to get back on my ship, but okay. Tschüss, Barney! Was? Und ich spiele immer noch mit dem Teleporter. Ja, ich find's... I thought you got rid of that pet. Certainly not. Never fear, Gordon. She's de-beaked and completely harmless. The worst she might do is attempt to... couple with your head, fruitlessly. Get that thing away from me! Here, my pet. Hop up! No, not up there! No, no! Careful, Lamar! Those are quite fragile! Oh, fie!
It'll be another week before I can coax her out of there. Yeah, longer if we're lucky. Barney, you're not an animal person. Well, Gordon, I see your HEV suit still fits you like a glove. At least, the glove parts do. I've made a few modifications, but I'll just acquaint you with the essentials. Now, let's see. The Mark V hazardous environment suit has been redesigned for comfort and utility. Oh, dear. Doc, we don't have time for this. At least get that suit juiced up, Gordon. Good idea. There's a charger on the wall. Wo ist eigentlich die Waffen her oder wie ist das, die Ausrüstung? Oh. Wherever they patrol. Oh. Bin ich immer noch schwarz? Ja. Ach gut. Ich will da einsteigen. Hui. Ja, es ist kaputt gegangen. Hui. Ich hab's kaputt gemacht. Es gibt sogar ein Achievement. Tut mir leid, bin ich stör. Ja. Störe ich? Ja, schon, aber was ist? Nichts Besonderes. Ja, dann geh. Nein, ich bleib jetzt hier. Ja, dann. Tu mal, komm nochmal rein. Komm nochmal. Da gibt's was. Hier. Drück da mal eh bei dem Teil. Da chargest du deinen Arm zu. Okay, danke. Okay, schau mal, das ist ein altes Klassenfoto von denen. Und der, wo durchgestrichen ist, der ist sozusagen unser Erzfeind. Ah, okay. Interessant. Ich glaube, der ist Dr. Breen oder so. Why don't you position yourself near the panel over there and wait for my work? Isaac, are you there? Yes, yes, Eli. Bit of a hold up on this end. You'll never guess who found his way into our lab this morning. That's not who I think it is. Indeed it is. And it's our intention to send him packing straight away in the company of your lovely daughter. Are you ready for us, Dad? We're all set on this. Then let's do it. Let's see. The massless field flux should self-limit, and I've clamped the manifold parameters to base and LT orbifold, Hilbert inclusive. Conditions could hardly be more ideal. Yeah, habe ich verstanden. That's what you said last time. Hey, yeah, about that cat. Initializing in 3, 2, 1. Hoi! What now? Doctor, the plug. Dear me, you're right. Would you mind plugging us in? Excellent. Are you gonna let Gordon throw the switch? Das ist zwar rot, aber... Muss auf... Kann ich auf Barney. Jetzt müsstest du rauslaufen, ups. Ja, du musst das Teil umklicken, oder ich mach's mal. Ach so. Final sequence. Commencing. Now. Ich bin auf der Lampe, ich teebeutel die Lampe. Jump and run. Did it work? See for yourself. Damn. Cool. My relief is almost palpable. Fantastic work. Well, I can't take all the credit. Dr. Freeman proved an able assistant. Let's go ahead and bring Gordon through now. Right you are. Speak to you again in a few moments. Good job, Gordon. Throwing that switch and all. I can see your MIT education really pays for itself. All right, Barney. Your turn. Gee, thanks. Gordon, as soon as you're in position, we'll send you to Eli's.